Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und hier sind noch Fehler im Bau. Da fehlte noch ein bisschen der Zusammenhalt von allen. Und die sind mir noch aufgefallen, sonst habt ihr erstmal keine weiteren Fehler gemeldet. Wir werden jetzt hier unten erstmal schnell die Masten einsammeln. Die brauche ich jetzt hier wirklich nicht. Und dann eigentlich ja doch hier an dem haben wir alles eingestellt, ne? Da sollte alles kommen, genau. Das sollte jetzt eigentlich alles sauber funktionieren und dann sollte hier so Hoffnung alles ganz gut funktionieren. Ich sehe nur, dass das der Sand irgendwie falsch ausgerichtet ist hier unten in der Kante. Ihr wollt mir Sachen bringen, das ist ja nett von euch. Dankeschön, ja, 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 danke, 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 danke. Hm. Danke, nehme ich gern. So. Gut. Ja, das brauchen wir auch nicht mehr hier. Weg. So. So. Sauber mal entkernt. Und jetzt ist eigentlich dieser Bereich dafür vorgesehen oder nur dafür da, das zu machen, was er machen soll. Hier oben die ganzen Erze ranbringen. Ich hoffe, dass hier alles richtig eingestellt ist, aber ja, müsste eigentlich. Und wie gesagt, das Langsamste ist jetzt wirklich hier die Abnahme der Materialien. Aber das, denke ich mal, sollte sich auch relativ gut dann irgendwann einnivelliert haben. Ah, da fehlen noch ein paar Stück. Da fehlen auch noch ein paar Stück Dings hier, Förderbänder. Da müssen wir auch noch mal ein paar Schattenförderbänder lang bauen. Hier passt es. Da oben noch die Verbindung vergessen. Zu setzen. Ja, hier fehlt ein Stück Förderband dazwischen. Achso, warte mal. Shift drücken. Ich habe nicht so viele Förderbänder, dass ich selber bauen könnte. So. Gut. Okay, dann ist das auch anmontiert. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal gucken. Jetzt müsste aber hier oben... Nee, da oben läuft es sauber ran. Ja, die obersten drei laufen da dran, die untersten drei laufen da dran. Der verteilt ist hier gleichmäßig. Und die beiden liefern das da an. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir hier mit diesem Bereich durch. Ich werde mir jetzt ein bisschen Sand schnappen. Wir werden mal ganz kurz B drücken. Ich muss noch ein paar Sachen wieder hier in diese Bücherregal legen. Das brauche ich nicht mehr. Vorerst. Wenn nicht, kann ich es mir wiederholen. Puh. Das kann ich mir auch wiederholen, wenn ich es brauche. Das kann ich mir auch wiederholen. Also falls ich das nochmal baue. Das können wir auch erstmal in die Tonne schmeißen. Das können wir auch in die Tonne schmeißen. Das waren ja alles die, mit denen, wie das zugeordnet wird bloß. So, und die Sachen hier, den Bahnhof könnte ich erstmal lassen. Ja, das haben wir schon mehrfach genutzt. Hm. Ja, müsste ich gleich rangehen, ne? Müsste ich auch sagen, okay, kann ich mir wiederholen, wenn ich es brauche. Weil da sind ja dann doch noch die so ein oder zwei Verbesserungen noch mit rangekommen. Kann er nicht auch weg. So, der Bahnhof, den würde ich lassen. Den, das kann ich erstmal, oder? Ach komm. Hol ich mir auch wieder, wenn ich ihn brauche. So, gut. Jetzt muss ich die Bahnhöfe noch benennen. Genau, das wollte ich noch machen hier. Ich glaube, den habe ich schon umbenannt. Du hast schon einen Namen, ne? Zinnbaren Anlieferung, genau. Ich muss da drüben, muss ich jetzt Bleibaren Anlieferung, die Bahnhöfe noch benennen. Kann ich das nicht auf der Karte machen? Ah ja, kann ich auch auf der Karte machen. Blei. Bahnhof. Bleibaren Bahnhof. Bleibaren. Bahnhof Anlieferung. So. Dann haben wir hier, was ist das hier? Kupferbarren. Habe ich den anderen genannt, nicht. Zinnbarrenanlieferung. Ah, Bahnhof nicht reingeschrieben. Ja, Bahnhof ist es ja eh, brauche ich auch nicht. Das stimmt doch nicht. Kupferbarrenanlieferung. Wie schön, dass das hier nicht geklappt hat mit alles rauslöschen. Oh, das sind 0 noch hinten dran. Brauchen wir auch nicht. Gut, dann nehmen wir hier mal Blei. Barren.
Anlieferung, Haken dran. So, und dann machen wir noch. Doch in die Map wieder. Dann schreiben wir hier Zinn und Barren auch zusammen. Wenn schon, denn schon, ne? Haken dran. Und dann müssen wir hier oben noch gucken, das müsste dann hier Eisenbarren. Der hat gar nicht mal so großen Namen. Eisenbarren Anlieferung. So, und dann hätten wir hier. Den kann ich nicht anklicken? Ach, da kann ich anklicken. Alles klar. So, hier hätten wir dann Eisen. Oder. Was machen wir da? Doch. FI. CU. Zinn ist SN, ne? Und Blei ist Plumbium. So. Zink war ZN. Ich glaube ja. So. Ja, nehmen wir erstmal so. Ob ich denn da werde ich mir nicht einig. Da werde ich bestimmt auch nochmal was anders machen. Gut, wir gehen jetzt dann erstmal dahin, wo es Sand gibt. Das ist, glaube ich, hier direkt runter. Da müsste man Sand kommen. Dann nehmen wir uns mal ein bisschen Sand mit und dann werden wir dann oben noch schon mal einen kleinen Bereich einsanden und oder versanden. Das hat ja auch schon mal ganz gut geholfen hier, dass nicht allzu viel Sand hergestellt wird und nicht allzu viel von diesem Zeug dann in der Sandproduktion landet. Jetzt ist auch gerade die Produktion hier komplett angesprungen. Müssen wir gucken, inwieweit das nachher an anderen Stellen für Merkwürdigkeiten sorgt. Aber es sieht echt gut aus hier, was hier angeliefert wird. So, gut, können wir die ganzen Sachen mal mitnehmen. Hier müssen wir mal gucken, warum ist hier das Förderband nur so einseitig. Das kann ja immer noch an Baufehlern liegen, ne? Dass hier dieses Band jetzt hier so komplett nur einseitig. Na, da kommt auf der zweiten Seite was, okay. Hat es anscheinend länger gedauert. Ah ja, okay, hier kommt es nur einseitig, weil das liegt hier nur einseitig. Achso, da habe ich die unterirdischen Förderbänder gespart. Das gefällt mir jetzt nicht. Dadurch ist das hier die Produktivität deutlich gesunken. Ist das denn hier auch so der Fall? Ja, das sieht hier auch so aus, ne? Dass hier eine Seite voll liegt und die andere nicht. Oh, da ist sogar noch Mist mit drauf. Okay. Mist mit drauf können wir nicht gebrauchen. Aber wenn ich das hier auf der Seite mit volllegen kann, ist auch keine Schmerzen mit. Sehr gut. Sehr gut. Na, man kann das ja immer noch improven, ne? Also man kann das ja immer noch ein bisschen besser bauen. Um dann genau solchen Sachen halt eben zu entgehen, dass dort zu viel Mist entsteht. Oder beziehungsweise falsche. Ja doch. Dass die Produktion halt eben nicht gut läuft. Okay, na gut, dann müssen wir denn heute dann wieder noch ein paar Baumängel beseitigen. Das ist ja kein Problem. Dafür sind wir ja da. Das kriegen wir ja dann hin. Und wenn das da auf Vorrat liegt, ist ja auch schön. Hier unten scheint es ja auch schon auf Vorrat zu liegen, das ganze Material wieder. Gut. Ja, die packen da alles schon nichts mehr rein. Okay, jetzt muss ich dann mal irgendeine Ausgangskiste hier finden, damit ich diesen Schrott hier nochmal loswerde. Ach, das ist anderer Schrott.
Okay, den anderen Schrott muss ich rumdrehen. Oh, ich habe noch mehr so ein Mist jetzt hier in der Tasche, den ich da jetzt erstmal nicht brauche, den ich oben in der Produktion noch versenken kann. Gut, den Sand habe ich abgeholt. Das war mir erstmal wichtig, dass ich den Sand abgeholt habe. Okay, halt, habe ich denn da auch ganz unten den Haken dran gebaut? Ja, habe ich überall. Gut. Okay. Ja, naja, gut. Da ist ja Improvement, ist ja durchaus, oder beziehungsweise Verbesserungen sind natürlich immer sehr gern gesehen. Wenn wir das hinkriegen, ohne großartig Aufsehen zu erregen, ist das natürlich noch schöner. So. Gut, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe hier Kupfer in gemahlener Form in der Tasche. Den kann ich, glaube ich, hier zuführen. Dann habe ich weißes Zeug noch in der Tasche. Kupfer in gemahlener Form, das geht da rein, ja. Dann habe ich noch weißes Zeug, das kann ich, glaube ich, den gleich hier in so einen Rüttler reinwerfen. Der hier aber auch erstmal nur so rumsteht und das noch gar nicht so alles raustransportieren konnte, wie er es wollte. Achso, der steht deswegen, ja, weil das Förderband noch nicht fertig ist. Was ist da eigentlich los? Warum sind da keine Förderbänder da? Haben wir keine im Lager momentan, oder? Das haben wir alles verbaut, was wir sozusagen vorher im Lager hatten? Oder ist einfach der dran? Ah ja, guck mal hier, die Kisten, die sind leer, okay. Und hier oben Förderbänder. Gibt's 50 Stück im Lager. Das ist zu wenig. Obwohl, wird immer wieder nachgelegt. Also die müssen immer 50 Drohnen sich welche holen können. Aber vielleicht haben sie jetzt auch mich jetzt nur beliefert. Die Lieferdrohnen, ne? Ja, kann natürlich sein. So, hier sind keine Lampen drin gebaut. Wer war denn das? Das ist ja auch nicht schön. Ein bisschen beleuchten kann man die ganze Sache hier. So. So hässlich ist es ja nicht. So, okay, dann da fehlen auch noch die Lampen drin. Dann setzen wir die da auch noch schnell. Naja, das könnte natürlich ein Grund sein, ne? Warum unsere Bauarbeiter kaum Förderbänder haben, wenn sie mir nämlich die ganze Zeit die Förderbänder liefern. Und das ist die Kiste natürlich leer. Ich glaube, da muss ich mal die Einlagerungsmenge erhöhen, dass da mehr Förderbänder gleichzeitig liegen können. Na, okay. Das war ja auch einheitlich alles auf 50 runtergestuft und das ist natürlich auch eher super primär. Hier ist die Lampe oben drüber, okay. Dann hier ist sie wieder unten drunter. Ist ja auch nicht wieder schlimm. Soll ja nur dafür sorgen, dass hier ein bisschen, upsala, ein bisschen Licht zu sehen ist. Und vielleicht ab und zu, wenn ich hier durchlaufe, wir nicht komplett blind sind beim Durchlaufen. So, da habe ich die Lampen drin versenkt, ne? Ah ja, hier habe ich sie nicht gebaut. Okay. Halt, dann fehlt da noch einer. So. Nee, hier habe ich auch keine gesetzt. Nur ganz vorne habe ich eine gesetzt. So, sehr schön. Das läuft doch schon mal so. Das Gas ist schon mal da. Da ist noch nichts da. Hier weiß ich noch nicht, ob das Flair, das eine Flair zum Verbrennen ausreicht. Aber das werden wir sehen. Wenn es denn soweit ist. So. Gut, hier unten wird gerade abgeliefert, da wird auch gerade abgeliefert. Für die Produktion im Bereich Schlapperwasser hätte ich was gesagt. Mineral Sludge und mineralisiertes Wasser. Geht schon was. So. Fein. Habe ich Button Terrence dabei? Ja, habe ich. Hier fährt gerade kein Zug, okay, kann ich rüberlaufen. So, dann muss ich jetzt mich einmal komplett rüber orientieren und dann machen wir da drüben erstmal die Waschanlage hin. Die brauche ich jetzt vorher noch. Materialien dafür habe ich da. Und dann haben wir die ganzen gewaschenen Sachen da und dann machen wir uns an die nächsten Metalle. Dass wir da die Barren bekommen und dann machen wir eine Fertigstellung. Damit wir die Einzelteile bekommen. So der Plan zumindest. Wie sieht das eigentlich hier unten aus? Ich glaube, ich muss hier einmal eingreifen, ne? Geht noch, das geht noch. Ah, die Dinger muss ich auch mal irgendwann mit einsortieren. Da muss ich ja auch dran denken, dass beim Waschen dann solche Materialien noch überbleiben, die ich dann irgendwo zercrushen muss. Da ist die große Frage, zercrushe ich die an Ort und habe dann einfach da oben nochmal eine Sandlieferung? Eigentlich ja, ne? Könnte ich ja so machen wie hier, dass ich den Sand dann da oben mit reinleite, aber dann habe ich überall so viel Sand. Ist das Förderband so leer? Muss das so leer sein? Oh, es darf durchaus so leer sein. Das ist ja interessant. Das blaue Förderband.
Von hier auch. Und das... Hier steckt der Sand fest. Beim anderen steckt das Blaue fest. Das ist doch nicht richtig. Also hier steckt das Blaue zurück fest und das hängt der Sand fest. Also hier hängt ja überall, an der gleichen Stelle hier hängt überall der Sand fest. Was nicht gut ist, aber... Was wirklich nicht gut ist. Wir kriegen den Sand hier oben nicht raus. Ah ja. Ah ja, jetzt bin ich rausgerannt aus dem System hier, aus dem... Glaube ich, aus dem, ja, einmal ganz kurz hier durch die Rand, ne? Durch die Ecke. Und schon sind die mir was anliefern wollen. Wir kriegen da oben den Sand nicht raus. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. So, das heißt, ich muss die Abholpräferenz von denen. Ich weiß nicht, muss ich denn dazu hinlaufen oder kann ich das auch so machen hier? Da muss ich ja neben stehen, okay. Muss die Abholpriorität erhöhen. Oder beziehungsweise bei dem anderen Sand verringern. Dass sie den Sand eher hier oben wegholen als da unten. Oder hat das mit meiner Menge zu tun? Biete ich hier nicht genügend an? Ich biete hier 100.000 Sand an. Also ich denke, das sollte reichen. Angebotsstapel. So. Ah, Netzwerk-ID ist nicht vielleicht die falsche. So. Angebotspriorität. Wie war denn das? Umso höher die Zahl, desto besser oder umso niedriger die Zahl, desto besser? Aber wir kriegen hier den Sand nicht raus. Das ist natürlich ungünstig. 20.000 sollen hier drin liegen. Die 25.000 sind drin. Habe ich hier schon Sand nachgeschmissen? Das kann ja eigentlich auch nicht sein. Ist da irgendeiner... Achso! Deswegen liegen da 25.000 drin. Der ist nicht angeschlossen hier an diesen Kabelverbund. Okay, das erklärt, warum der hier leer ist und der andere voll ist. Okay, gut. Hilft aber auch nichts. Den Sand hier oben nicht rauskriege. Also die Kiste an sich ist ja nicht voll, ne? Naja, viel Platz ist aber auch nicht mehr. An Materialien. Was haben wir hier? 6 Materialien? 5 Materialien. Oh, beim anderen habe ich 6 Materialien, a 20.000. Passt schon gar nicht. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Reihen sind... zu wenig. 7 Reihen. Das sind keine 20.000 Einheiten mehr. Gut, man muss davon ausgehen, 5.000 Einheiten liegen hier mehr drin. Vom Sand. Und wenn man die rausnimmt, theoretisch rausrechnet... Gut, aber es ist aber auch zu wenig. Ja, es ist zu wenig Braun hier drin und es ist zu wenig. Also sind 7 Materialien sind hier sogar. Ah, hier sind 7 Materialien. Okay, dann passt das noch unten. Mit den 6 Materialien, A20.000. Gut. Aber, wie gesagt, wir kriegen den Sand hier oben nicht weg. Das ist natürlich schlecht. Muss ich mich denn erstmal nochmal... Schade, dass man das nicht sieht, oder? Kann ich das drauf gucken irgendwie an dem Bahnhof? Dass ich die Abholpriorität irgendwie sehe? Da steht nichts davon, der Abholpriorität. 5, 1, Netzwerk 1, KIS 5. Wie kann ich das jetzt überprüfen, dass er da oben den Sand wegholt? Müsste hier den Sand loswerden, ne? Wird hier jetzt den Sand nicht los, weil hier nichts produziert wird damit. Wieso produzierst du nichts? Kohle hast du? Bilder sind da? Was fehlt dir hier? Hm, was ist da los? Da ist auch irgendwas schief gegangen. Also eigentlich hätte ich erwartet, dass hier immer die Materialien vorliegen und die Sandstränge alle leer sind. Also das ist eigentlich meine Erwartung gewesen, die dahinter steckt. Ja, die wollen mir mal Lampen liefern, aber ich renne mal weg von denen. So.
Und jetzt bin ich wieder außerhalb des Bereichs. Jetzt fällt ihnen wieder ein, dass sie die Lampen einsortieren wollen. Alles andere Sachen. Deswegen wollte ich überall die Ausleuchtung haben. Nur noch mal kurz am Rande bemerkt. Aber da ist noch ein akuter Fehler drin im System. Ah, 1,2K irgendwas brauchen sie noch. 600 mal Förderbänder. Ja. Achso, da wollte ich auch ran. So, wo bin ich denn jetzt hier? Noch ein Stückchen rüber. Warte mal, Förderbänder, dann mache ich erstmal das da oben. Achso, die Förderbänder mehr in die Kiste einlagern lassen, dass da, keine Ahnung, 400 drin liegen oder so. Das ist ja kein Thema, ne? Das können auch 500 drin liegen, dann kann die erstmal produzieren hier, Förderbänder, ohne Ende. So. Und da die Kiste einmal hau rein. So. Dann sollte die Produktion an Förderbändern jetzt ein bisschen besser dastehen. Dann sollte da ein bisschen mehr passieren. Und dann, ja, dann sollte das mal gehen. Okay. So, jetzt müssen wir hier ganz kurz gucken, warum machen die denn keine Filtereinheiten mehr? Die Ausgangsförderbänder liegen ja voll. Oder leer, besser gesagt. Dann müssten doch hier eigentlich Filtereinheiten produziert werden. So. Ihr macht keine Filtereinheiten, weil euch das Mineral Sludge fehlt, ne? So. Und hier fehlt die Filtereinheit. Warum fehlt dir die Filtereinheit? Hier fährt erstmal eine rum. Nehmen tust du von der? Schon Mist passiert, ne? Da ist schon mal gehöriger Mist wieder passiert. Und warum produziert ihr hier nicht? Also ihr seid voll, ja, okay. Wieso ist denn das schon wieder passiert? Okay. Konnte der nicht abliefern hier oben? Oder konnte der nicht da abladen, wo er abladen wollte? Waren die Kisten da voll? Warte mal, wo muss er noch abliefern? Er muss noch hier abliefern, ne? Na, da sammle ich da hinten. Was Stapelgreifer haben sind das hier auch. Wie viel fordere ich hier an? 20.000, das würde locker gehen. Na, weiß man nicht. Eigentlich brauche ich ja nicht so viel anfordern. Wie viel fordere ich hier an? 10.000. Das sieht auf jeden Fall wesentlich besser aus. Das ist ja jetzt wie ein bisschen blöd, ja, liefert mir mal Zeug an hier. Das ist ja wie ein bisschen blöd jetzt hier. Gehört da nicht hin. Ist aber da. Ich hab da jetzt so Summen im Ohr. Ich hab da jetzt ein ganz fürchterliches Summen im Ohr. Ich entschuldige mich schon mal vorhinein bei demjenigen, welchen, der mir immer wieder sagt, bau dort bitte auch filternde Arme hin beim Eingang. Das macht nur Sinn. Also beim bekommenden Bahnhof. Habe ich öfter mal gelesen. Ah, und jetzt weiß ich wieder, warum das Sinn macht, ne? Ich muss mir angewöhnen, auf euch zu hören mehr. Oh, ist das hier ein bisschen blöd? Damit liegt. Können wir hier den ganzen Rest wegsammeln?
So, dann geht es hier auch wieder die Produktion wieder los. Mann, da stand ja alles wegen einer Fehllieferung an der Kohlefront. Ich nehme auch an, dass mein Inventar, nee, das wird jetzt so schnell nicht voll gehen. Kann ich nicht laufen währenddessen? Ach, der blöde Greifarm versetzt mich. Der Greifarm versetzt mich, dadurch kann ich nicht laufen währenddessen. So, Charco, kann ich dir hier reintun? So, okay, jetzt haben wir erstmal da die nicht so gute Kohle runter vom Band. Dann darf ich an dem Kohledings da bei dem anderen darf ich nicht so viel anfordern. Das ist quasi das Problem. Gut, da kriegen es die Greifer nämlich hier nicht hin, das Material richtig runterzuholen. Und deswegen kann der hier jetzt das nicht so machen, wie er es gerne hätte oder müsste. Oder wollte. So. Ja gut, dann lassen wir das jetzt erstmal als mahnende Warnung stehen. Wissen, dass da absolut Mist passiert ist. Wir werden den manuell den Zug gleich noch hier entzogen, also dass wir den dann nochmal entleeren lassen. Den werde ich da oben dann hinfahren lassen. In den Bahnhof frei, das kann ich ihm eigentlich sagen. Und hier werden wir einfach die Anfragemenge auf 10.000 reduzieren, damit die Greifer es schaffen, das auszuladen. Ich vermute einfach, dass hier was hergefahren wurde. Ich weiß nicht, wo ich noch Kohle... Wo sammle ich noch Kohle an? Hier habe ich dann genügend Ausladesachen. Ja, das ist beidseitiges Ausladen. Das schafft das auch. Da fordere ich wenig an. Habe ich sonst noch irgendwo eine Kohleanforderung? Außer hier ganz vorne noch, aber das ist sowieso was anderes. Da will ich ja... Ja, 15.000 ist auch ganz schön viel, aber... Muss das ja nicht unbedingt sein. Okay, gut. Jetzt produziert das hier wieder nichts. Ah, das sind die Oxygen da. Oxygen ist da. Ja gut, da müssen wir uns heute um solche Sachen mal kümmern. Das ist durchaus auch wichtig, dass wir uns darum kümmern. Und dass wir das machen. Unschön, dass es wieder passiert. Ist. Naja. Sorry. Muss ich dann nochmal an allen Bahnhöfen einmal ran. Und sagen, nee, so nicht, meine Lieben. So. Du jetzt, ne? Hast da sehr viel Charcoal geladen. Haltestelle hinzufügen. Wo ist das denn zum Anliefern? Da. Haltestelle hinzufügen, entladen. Kohle at Mineral Sludge. So, fahr mal hin. Wartebedingungen hinzufügen. Leeres Frachtinventar. So, der müsste jetzt abgehauen sein. Der müsste gleich darum ankommen. So. Jetzt müsste der so langsam aber sicherlich. Langsam aber sicherlich leer werden. Und dann müsste er wieder zum Depot fahren. Und dann dürfte er im System wieder vorhanden sein. Blöd wäre nur, wenn jetzt der andere Bahnhof, weil er so viel Kohle liegt, das weiß nicht, keine Ahnung. Anbietet. Na. Der müsste jetzt hier am Depot wieder ankommen. Keine Ahnung, ob er jetzt da hinfährt oder da. Na, ich nehme an, dass er hier hinfährt. Und er wird dann hoffentlich leer sein. Und da oben sollte dann ein bisschen mehr Kohle drin liegen. Zumindest das können wir ja schon mal dann bestätigen. So, wie sieht es mit dem Strom aus? Naja, gut, wenn nichts läuft. Gut, jetzt ist er erstmal wieder leer. Alles klar, gut. Eieiei, da haben wir ja schon wieder hier the big issue gehabt. Mit den Materialien. Und jetzt kann hier wieder produziert werden. Das wird vorproduziert, hier wird produziert. Es wird auch wieder Mineral Sludge hergestellt, der durch die Gegend gekarrelt werden kann.
So, und hier oben ist die Frage, holt er da jetzt Steine ab? Er holt Sand ab. Das ist schon mal viel wert. Also interessant ist, weil er jetzt gleichmäßig rausnimmt, wird natürlich jetzt der Mittelwert nicht rausnehmen. Ich weiß gar nicht, wie viel er holen will. 24k will er holen. 5k aus jedem raus, also 4k Sand kann dann nachgelegt werden und dann müsste ich hier auch die andere Sache wieder nachproduzieren. Ich hoffe, dass er jetzt hauptsächlich hier oben wegholt, aber das werden wir sehen. Gut, dann halbe Stunde wieder vollgekriegt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.